Eberweider Video. Am Anfang war das Wort. Worte sind allgegenwärtig. Worte sind das Universum. Und den nächsten Urteil gibt es heute hier beim neuen mit Weiner Poetry Slam. Und hier ist die Gastgeberin, Fabienne Abengel. So, hallo, willkommen zum Poetry Slam. Es gibt jetzt erstmal eine Vorrunde, dann wird durch Klatschen abgestimmt von euch. Dann geht es halt die Finalrunde, wo sich dann drei Finalisten nochmal betteln werden. Und als erstes darf ich jetzt natürlich die Slammer mal auf die Bühne bitten. Das sind Melanie Luthert, die Dame mit Hut, Rick Schubert, Christian Kolb und Stefan Sturm. Fangen wir an mit der Melanie. Mutter. Dieses Wesen, was für die Entwicklung des Geistes, der Moral, dem Anstand und anderen Dingen noch von sehr großer Bedeutung ist, so auch eben ich für meinen Sohn, ja. Gleich in der ersten Nacht, nach der Entbindung, kam die Stillschwester mit meinem schreienden, neugeborenen Sohn auf den Arm in das Zimmer. Frau Luthert, Sie werden Markierproblem haben, hier sind 14 Babys. Keine Angst, Sie werden Ihren Sohn nie überhören, der schreit nämlich am lautesten. Ja. Als nächstes kommen wir zurück aus Chemnitz. Die Sonne scheint und endlich wird es wärmer. Es hüpft mein Herz, das vorher noch so schwer war. Aus ihren Löchern kommen Osterglocken und Assis mit ihren Turnhosen Socken. Bei anderer Sicht auf Blüten stört's mich nicht, denn Frühling ist Naturas schönster Lohn. BD wie Doppeldoof spricht wie von Sinn. Tamara, ey, wie geht es deinem Jaden? Glied, langsam fängt das Balkchen an zu regen. Boah, krass, wo alt ist der Knirps eigentlich? Der Chris kommt aus Frankfurt, macht Gebisse und Gedichte und jetzt viel Spaß mit ihm. Wie Käse sein. Vier Roggenbrötchen. Butter. Vier Scheiben Emmentaler. Klammer auf. Circa einen halben Zentimeter dick. Klammer wieder zu. Eine Zwiebel in Ringen. Salz. Paprikapulver. Willkommen nun zum Stefan. Braun. Frauen sind wie Bauklötze. Je mehr man zum Spielen mitbringt, umso einsturzgefährdeter wird das ganze Gebilde. Frauen sind wie die Deutsche Bahn. Zu teuer und meistens zu spät. Abgesehen davon, dass die Bahn kommt. So, viel Spaß mit der Dame mit Hut. Perspektivwechsel. Ich will, dass mir jemand ein neues Leben auf die Stirn produziert. Ich will neue Strukturen auf meiner Haut, ich will Farbe, Licht und Sonnenschein. Ich will Regen und zwischen meinen Fingern sollen Schwimmhäute wachsen, fürs Märchen im Meer. Ich will strahlen und explodieren, ich will saufen und gut aussehen am nächsten Morgen. Ich will Samtfelsen mit dem Duft nach Regen, die mir leise Worte zusäuseln. Verstehst du? Ich will mehr als das. Also für mich hört sich das ganz eindeutig nach Rick an. Rick, herzlich willkommen. Der Pfandflaschensammler. Mühsam streift das Assi, wie ihn jeder nennt, der ihn bloß vom Sehen kennt, durch die Straßen, auf der Suche nach Pfandflaschen. Denn in jedem Mülleimer könnte ein Schatz liegen. Ein Schatz aus Plastik. Das Assi genießt jeden Augenblick beim Finden eines solchen Schatzes. Er ist so leicht und so weich, noch dazu so kostbar. Manchmal befindet sich darin sogar noch etwas. Niemand kann nachvollziehen, wie wertvoll ihm diese Momente sind. Selten kommen ihm Ideen, die wenigen, die er je hat. Davon, was mit dieser Flasche war, aus der er einen Schluck nimmt. In wie vielen offenbart sich diese Öffnung? Wie viele Münder hingen schon daran? Dann träumt er von wunderschönen, jungen Mädchen auf dem Weg in eine Diskothek. Mit dem Ziel, sich so schnell zu betrinken, dass sie jegliche Hemmungen verlieren. Jegliche Scham, wenn sich fremde Männer küssen. Sich von fremden Männern willig anfassen zu lassen, die Nähe von fremden Männern zu verlangen,
sich nach warmem, fremdem Fleisch zu sehen, bei fremden Männern aufzuwachen und sich am nächsten Tag entstellt und verloren zu fühlen. Und das alles auch noch Liebe zu nennen. Es ist wirklich gigantisch. Ich danke allen, die mir applaudiert haben. Wie bist du auf deinen ernsten Text gekommen? In Chemnitz sieht man sehr häufig Pfandflaschensammler. Es gibt bei uns in Chemnitz Nachtlinien und ich sehe ihn dann eigentlich jede Nacht in meiner Nachtlinie nach Hause fahren.